Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft Varo. Heute spielen wir Varo wieder, Leute, nach bisschen längerer Zeit. Ja, ich habe jetzt ja schon 2 Tage kein Varo gebracht, oder ich glaube, nee, gestern habe ich nur kein Varo gebracht. Sonst habe ich immer Varo gebracht. Und ja, ihr hört ja schon, mein neues Mikrofon habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und ja, das Problem ist jetzt, ich habe leider fast kein Essen. Das heißt, Leute, ich könnte sterben. Und es könnte sein, dass ich jetzt, dass Varo jetzt erstmal bald vorbei sein wird für mich. Da ich jetzt eigentlich schon, dass da Sarah jetzt schon tot ist und so weiter. Aber es sind viele Leute tot, unter anderem schauen wir gleich mal nach. Und Stefan ist natürlich auch tot. Nein, Stefan ist gar nicht tot. Ach nee. Doch, er ist schon tot, aber er. Ach ja, ich weiß warum. Ich weiß warum. Weil er ja spectated hat beim letzten Mal. Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, er ist ja eigentlich gestorben. Schauen wir uns mal an, wer noch tot ist. SnapHugh HD, ich glaube. Und Timeout. Ja, ich glaube, dieser. Der Typ ist auch von Lava gestorben. Also der hat, glaube ich, Stefan getötet. Ja, seht ihr, Sarah ist auch schon tot. Blackshot. Ah, Blackshot ist auch tot. Ja, stimmt, hat er mir auch schon geschrieben. Ich glaube, gestern oder so. Und Sarah ist natürlich auch tot, leider. Extrem schade. Und ich gucke am zweiten Monitor. Ich habe hier am zweiten Monitor OBS, damit ich sehe, wie ich aufnehme und das, ob das alles flüssig läuft und so weiter. Ja, läuft flüssig. Hier sind auf jeden Fall alles. Skelette. Boah, wie viele kommen hier noch? Und sorry, falls man meine Tastatur und Maus ein bisschen laut hört. Es ist jetzt leider so, ich werde probieren, irgendwie noch den Sound bald besser zu machen mit meinem Mikrofon. Also Audacity werde ich benutzen. Und dann wird mein Sound eigentlich schon besser sein. Aber ich habe mich dazu entschlossen, erstmal Essen zu farmen. Und dann. Ich hatte den letzten, also ich hatte die letzten paar Tage keinen Bock auf Varo leider. Und deswegen kam es gestern nicht. Und ja, ich habe einen Tag mal nicht aufgenommen. Und ja, hat einfach keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Sarah ja gestorben ist und deswegen hat es irgendwie keinen Spaß gemacht. Müsst ihr verstehen. Heute gibt es auf jeden Fall wieder einen Stream, Leute. Also heute gibt es wieder einen Stream, endlich. Nach ein bisschen längerer Zeit. Mal wieder ein Stream, ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dann kann ich den Chat am zweiten Bildschirm lesen. Das wäre auf jeden Fall re relativ geil. Da muss ich nicht immer mein iPad und immer runter gucken. Brauche einfach auf die Seite gucken, auf den Chat. Ist eigentlich relativ angenehm, mit 2 Monitoren jetzt zu spielen. Jetzt ist das erste Video mal alleine wieder. In der Tat. Und ja. Ich weiß gar nicht, was ich in Varo jetzt so wirklich noch machen soll, also. Ich habe eh keine Chance mehr, muss ich sagen. Weil die anderen halt alle schon richtig gut sind, alle Verbrennung und alles haben, also ich bin eh am Arsch. Seht euch das mal an, ich hatte Full Deer und jetzt habe ich gar nichts mehr. Ja. Hätte lieber ich kämpfen sollen, das war mir erst dann bewusst gewesen. Wo Sarah schon gestorben ist, ja. Ich hätte eh gedacht, dass sie stirbt, aber ich dachte, ich gebe meine Chance. Nicht, dass immer ich kämpfen muss, aber es hätte sein können, dass ich auch sterbe. Ich wollte sie halt nicht alleine lassen. Ja, wahrscheinlich. Es könnte sogar sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Also, ich weiß nicht. Ich hab eigentlich eh keinen Bock mehr auf Varo. Irgendwie macht es mir einfach keinen Spaß mehr. Deswegen ist es mir eigentlich jetzt relativ egal, ob ich sterbe oder nicht. Alles Monster, das ist so dumm einfach. Ich hoffe, ihr hört die ganzen Hintergrundgeräusche nicht und so. Also ich hoffe, es ist jetzt kein Rauschen mehr da. Ach man, mein iPad regt mich wieder auf.
Mann, ey. Habt ihr wahrscheinlich gerade gehört, so düm-düm. Mein iPad, ja, ist halt leider so. Aber hier sind eh so viele Tiere auf einmal. Warum sind denn hier auf einmal so viele Tiere? Vielleicht, weil ich gesagt habe, ja, ich brauche Essen und dann kommen auf einmal ganz viele Tiere hierher. Also wenn jetzt ein Enderman oder so kommt, bin ich auf jeden Fall futsch. Da bin ich auf jeden Fall weg und... Aber den Bogen habe ich zum Glück noch. Den Zaubertisch habe ich wenigstens auch noch. Ach, Gold würde ich jetzt nicht wegschmeißen. Schwarzpulver brauche ich so und so nicht. Ich möchte keine Falle bauen, also... Soll ich denn noch großartig machen hier in Varo? Ist einfach so nervig. Heute ist natürlich wieder Freitag, Leute. Wochenende ist da. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Genau, jetzt sehe ich immer, wie lange ich schon aufnehme. Das ist eigentlich ein relativ krasser Vorteil mit zwei Monitoren. Also es lohnt sich schon, einen zweiten Monitor zu holen, wenn ihr das wirklich braucht. Viele brauchen das ja nicht. Nein. Es hätte jetzt sein können, dass ich jetzt sterbe. Bitte nicht. Ja, wenn er explodiert, ich wäre weg gewesen. Was habe ich? Ich habe jetzt kein Holz, danke. Jetzt kommt da noch einer. Bitte verpiss dich, bitte verpiss dich. Ich komme die eh alle so krass weg. Ich nehme jetzt schon 9 Minuten auf. Fast. Ja. Ich schneide immer ein paar Insider rein, also das mache ich immer. Dieses du Abschaum und sowas, also das finde ich total lustig einfach. Das hat Jana gesagt, also das haben wir mal so aus Spaß gesagt und deswegen, da wurde das zu einem Insider dann. Ich nehme jetzt einfach das Holz für den Ofen. Ich freue mich wieder auch mal Streams zu machen. Dann können wir ein bisschen Gomme zocken, live und sowas. Ein bisschen andere Spiele, vielleicht ja, andere Spiele jetzt eher nicht, aber wenn ihr das mal wollt, ich kann auch mal Train Simulator oder sowas spielen, wenn ihr das wollt. Also ich spiele auch sehr viel andere Spiele. Aber größtenteils hat Minecraft, aber irgendwann ist es auch langweilig. Definitiv nein. CSGO spiele ich auch manchmal, aber... Mag ich nicht so, wenn ich ehrlich bin, spiele ich das nicht so oft. Mag ich ganz ehrlich einfach nicht. Denn CSGO ist einfach so ein Ballerspiel und ich bin nicht so der Fan davon. Ja, GTA. GTA geht auch ganz gut. Spiele ich manchmal auch. So. Jetzt gehen wir da runter. Wow! Alter! Ihr seht, wie ich einfach gar nicht aufpasse und dann... Mir kommt es so vor, es leckt manchmal einfach oder... Oder ich weiß einfach nicht, was das manchmal soll. Ruckler und so weiter kommen vor. Keine Ahnung, was das wieder soll. Ich gehe, glaube ich, erstmal weg vom Spawn wieder. Ich habe den Ofen da oben. Minuten nehme ich auf. Ihr seht, ich bin immer noch ein bisschen erkältet eigentlich. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Meine Stimme ist dann noch immer nicht ganz da, wie sie eigentlich ist. Deswegen kann es sein, dass die Qualität dann deswegen nicht so gut ist, aber ich bin halt richtig erkältet gewesen und bin es immer noch ein bisschen, aber es geht eigentlich wieder besser. Ich würde sogar ein Thema ansprechen, aber ich mache das extra nicht, weil ich darüber einfach nicht mehr reden möchte. Gab so private Themen und deswegen, also private Sachen und deswegen möchte ich hier nichts sagen. So. Also ich finde, es läuft echt gut mit zwei Monitoren, das ist super einfach.
Der eine ist ja von Asus und der andere ist von BenQ. Also damals war das mein Hauptmonitor der BenQ gewesen. Jetzt habe ich den Asus einfach genommen, weil der ein bisschen besser ist. Also von der Reaktionszeit hat er ein bisschen bessere. Also eine Millisekunde anstatt der andere hat 5. Merke ich das beim Spielen und beim Aufnehmen? Oder sind das nur Ruckler? Ich weiß nicht. Ich sehe, glaube ich, einen Unterschied. Dass es nicht so flüssig ist wie bei hier. Aber ob das wirklich so krass auffällt, ist halt die Sache. Ja. Es werden ja bald wieder andere Videos kommen. Also bald ist auch schon wieder Weihnachten. Aber das geht einfach so schnell wieder, Leute. Imke hat ja gestern einen Stream gemacht und hat sie halt wieder gesagt, ja, bald wieder Weihnachten und so weiter. Ich habe auf jeden Fall, ich war heute so lang wach, ich war glaube ich bis fast 1 Uhr nachts wach. Trotz Schule, ihr wisst. Ich habe eine Schule und deswegen ist es ein bisschen blöd, so lang wach zu sein. Paar MLGs können wir auch machen, ja. Aber nicht übertreiben. Papier will ich auch behalten. Steinschwert ist mir eigentlich Wurst. Steinschwerter brauche ich eh nicht. Das hat Sarah gecraftet, deswegen brauche ich die so und so nicht mehr. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Essen. Und dann machen wir uns. Dann verpissen wir. Ich verpiss mich erstmal ins Nether wahrscheinlich. Obwohl ich Diamanten farmen müsste. Ist halt die Sache. Ich brauche die also jetzt wieder. Ich möchte nicht so bleiben. Obwohl mit Full Iron, wenn ich verzaubere und so weiter, Level farmen und so, das könnte vielleicht sogar noch was werden, dass ich einen Kill mache wenigstens. Machen wir einfach. Auf gut Glück. 13 Minuten nehme ich jetzt auf. Dann weiß ich ungefähr, wann ich gekickt werde. Das ist eigentlich eh ein relativ krasser Vorteil. Es laggt natürlich. Jetzt auch. Aber hier waren echt schon richtig viele Leute im Neta. Deswegen habe ich da fast keine Chance mehr. Irgendwas Gutes zu bekommen. Alter. Hier haben sie überall drüber gegraben. Oder gebaut. Hier kann ich ja gar nichts mehr machen. Scheiße. Hier kann ich gar nichts mehr machen. Das sind Monster ohne Ende, ein Ghast und bin futsch. Also ich könnte so schnell sterben. Krass, wer hat das gemacht da unten? Wer das gemacht hat? Krass. Das ist ja die gefährlichste Stelle ever. Soll ich da mal runtergehen? Obwohl, das ist ein bisschen gefährlich. Okay, ich werde gleich gekickt. Dann ist gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich glaube, ich kriege gar keinen Netherquarz, außer ich gehe da runter vielleicht. Ich würde sogar gern weiterspielen eigentlich, aber machen wir morgen. Okay, gut, Leute, ich werde jetzt gleich gekickt. Okay, dann bleibe ich hier bei dem Holz. Und so. Ja, wir können wahrscheinlich nächste Folge da runter gehen irgendwie. Dann kann ich hier ein bisschen Netherquarz abbauen. Ist halt gefährlich, ne? Nee, so krass ist es jetzt nicht. Müsste ein MLG machen, obwohl MLG nicht so meine Sache ist. Ich habe gestern auf jeden Fall eine Runde Bad Wars hochgeladen. Endlich mal wieder Bad Wars, ja. Obwohl ich gar nicht so gut in Bad Wars bin, aber ich finde, ich habe mich verbessert. Muss ich wirklich sagen. Ich finde, ich habe mich verbessert. Ja, obwohl ich jetzt nicht. Fast Glitch kann ich ein bisschen jetzt wenigstens. Ich kannte es eigentlich mal irgendwann gar nicht. Und das kann ich jetzt ein bisschen. Einigermaßen. So minimal halt kann ich es. Und die anderen Sachen kann ich alle nicht. Also diese ganzen Sachen, was mein Bad was halt so macht. Wie, was gibt's da noch? Außer Fast Bridge, da gibt's ja noch. Was gibt's da noch? Ich habe keine Ahnung. Reducen, aber Reducen ist scheiße. Das vergisst das. Das ist einfach der größte Dreck. Bringt euch eh nichts. Das ist einfach Müll und das ist auch verboten auf den meisten Servern jetzt. Macht keinen Sinn. Klar, es gibt so eine. Also, wenn ich jetzt ein bisschen wenn ich reducen würde, würde ich einfach rechte und linke Maustaste drücken, gleichzeitig, ne? Beide klicken und dann einfach mit einem, als Knockback-Stick und beide Maustasten.
Ich glaube, das bringt sogar was. Wollen wir den Gast hier ein bisschen snipern? Ja, okay, nice. Haben den Gast sogar geklatscht. Gar nicht so gewusst, dass es so leicht geht. Du Abschaum. Okay, jetzt sollten wir gekickt werden. Okay, ich wurde auf jeden Fall jetzt gekickt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja, oder nee, heute beim Stream. Genau, ich möchte ja heute streamen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Ich denke mal so 20 Uhr wieder. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und oder beim Stream. Tschüss.